Speed Supply. Langsam gewinnt er die Oberhand da oben. Ja. Oh, der hat einen Megatank baut. Yep. Jetzt sieht's gut aus. Wenn er jetzt gleich den Megatank auf den. Sie haut nur wieder ihre Nerv-Power raus. Das ist da so stark in dem Gebiet da oben, da die ja nur fast nur Städte hat. Yep. Ihre Gabe ist ja gerade das Schlimme an ihr. Ihre Gabe verhindert nämlich, dass du eigentlich das tust, was du eigentlich gegen sie tun solltest. Das ist City Camping. Dass du ihr ja keine Stadt gibst, von der aus sie angreifen kann. Aber ihre Gabe macht halt, dass alles, was feindlich ist und auf einem städtischen Terrain steht, kriegt 3 Schaden. Ja, das ist natürlich dann. Ja. Nicht so toll. Das hat irgendjemand mal so schön in einem Guide geschrieben. And their stupid co-power prevents you from what you are supposed to fucking do. Also ist der Megaklink gleich Geschichte, weil er auf einer Stadt steht. Ach, der wird jetzt wieder auf 3 hochgeheilt. Dann kann er den. Dann kann er zumindest den. Neotank, der daneben steht, nochmal ordentlich eins mitgeben. Der auserwählte Tank. So kann man es auch sehen. Neo, du bist der Auserwählte. Nee, bin ich nicht. Bin weg. So. Na, dadurch, dass der APC jetzt vor der an dem Ausgang von dem Ozean stand, kann der da jetzt keins rauskommen. Auch nett. Fighter ist weg. Damit hat sie jetzt nur noch eine einzige Einheit, die gegen Flieger was machen kann. Das ist der Kreuzer und der ist an die See gebunden. Das heißt, wenn Eagle jetzt schlau ist, baut er nur noch Flugeinheiten. Ja, was Eagle sowieso tun sollte. Ja. Er hat ja schließlich hier 20% mehr Schaden mit allen Fliegern. Boah, wie viele Städte du inzwischen hast. Ja. Kannst du eine Arsch voll Einheiten bauen. Frag dich nur, wie das Geld da rauskommt. Gehen die Regeln mit sich hin und nehmen den Einwohnern der Stadt das Geld ab? Das kann man interpretieren, wie man möchte. Weil so ein Haus an sich produziert ja nicht ohne weiteres so einfach so Geld. Es ist Hab ich jedenfalls noch nicht ja so eine Stadt an sich ohne Einwohner oder sonst irgendwas. Einwohner gibt's dort. Gibt auch ein Einwohnermeldeamt. Hat jede Stadt normalerweise so in der Grundausstattung. Und das nächste Let's Play ist der Einwohnermeldeamt-Simulator. Verdammt, jetzt bin ich auf Warten gekommen. Naja, egal. Toll, jetzt habe ich es schon verraten. Ein bisschen Glück wird's noch. Feuer! Feuer!
das machen wir mal lieber nicht. Da würde ich erst lieber noch ein paar Einheiten zusammen joinen. Einfach damit die Einheiten wieder fit sind. Nochmal eine Neo und ein paar Infanteries. Ich muss mal ganz kurz was schauen. Ja, ich muss bald mal aufhören, Infanterieeinheiten zu bauen. Ich crash gleich ans Einheitencap. Okay. Das wäre wie hoch? Habe ich jetzt nicht gesehen. 50. 50 Einheiten. Komm, Igel, bau einen Bomber. Nee, baut lieber noch einen Megatank. Ja, ganz unten rechts. Aber er scheint jetzt endgültig die Oberhand gewonnen zu haben. Ein bisschen was Candy da oben noch hat. Kann mir keinen Blumenstrauß mehr gewinnen. Kampfpanzer sind einfach so derb. Derb. Ich meine, im Kosten-Nutzen-Faktor haben sie ein ziemlich gutes Verhältnis. Weil sie weit stärker sind als zwei Jagdpanzer, die schon fast dasselbe kosten. Naja, wie viel Mann hast du denn? 24.000? Yep. Und einnehmen. Da jetzt nicht mehr wichtig, aber ist gut. Dinge einzunehmen. Ja, da unten sind immer noch Comtowers und zwei Flughäfen. Jawohl. Eine Front ist schon ziemlich aufgeräumt damit jetzt. Da oben. Da crasht der nächste Runde mit dem Megatank rein und dann war's das. Ein Megatank reicht ja locker, um so einen Kristall zu schreddern. Urban, alright. Pack 15. Gut, er hat jetzt 5 Tage länger gebraucht, um die Kontrolle zu erlangen. Oder sagen wir mal, okay, sagen wir mal fair, er hat 3 Tage länger gebraucht, um die Kontrolle mehr oder weniger komplett zu erlangen. Das wären ja so gut wie alle Zivilgebäude, die du hast, ne? War das? Ach, du hast ihn einen Bomber geschickt. Ja.
besiegt. So bin ich wenn er schon selber Idee. Ja, wenn er schon selber keine baut. Ich habe inzwischen mehr als genug Geld, um, unseren guten von Bolt hier unten komplett zu überrennen. Also ich tue es ja eh schon. Du tust es schon? Du hast es schon getan. So, jetzt ist er auf den Basen, okay. Nummer 1 ist weg. Jetzt hat er zwei Bomber. Der hat einen Bomber gebaut? Ja. Wunderbar. Eagles Bomber sind die besten. Neben denen von Kanbei. Aber Kanbei hat überall das beste Zeug. Da kann man nichts dagegen machen. Kann bei mir nicht passieren. So. Der auch raus, der schlechte Sitz. Moment, das machen wir lieber noch so. Wenn das funktioniert, dann können wir nämlich gleich die Base capturen. So, dann hier dasselbe. Schade. Reicht ja trotzdem noch. Ja, aber du konntest jetzt nicht die Oh doch! Ich habe doch noch eine Infanterie. Ah. So. Du kannst endlich anfangen, Schaden zu machen auf das eigentliche Missionsziel. Yep. Mein Gott, eine super Power. Ex Machina. Oh nein, du kannst deinen Hubschrauber nicht mehr wegbewegen. Kannst du das kontern? Nachdem ich keine Tech Power und auch keinen Lightning Strike als Super Core Power habe, gerade nicht. Okay. Das zweite Ziel ist ja auch bald angreifbar. Na gut, ich kann hier schon auch mal drauf machen, aber das macht halt nur einen Schaden. So. Rechts hast du noch Waffen, glaube ich. Noch nicht eingenommen. Hm, jetzt habe ich alles eingenommen, was auf dieser Karte einzunehmen ist, außer diese Basis hier. Ja. Aber das, was doch nicht ist, kann ja neu werden. Und das nächste. Beim dritten wird es, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis er da endgültig die Kontrolle erlangt hat. Ich bin gespannt, was für eine Art Fail. Oder ich frage mich, was für eine Art Fail-Safe die beim obrigen, also beim NPC oben eingebaut haben. Dass er halt nicht fehlschlagen kann mit seinen Missions Objective. Ja, hundertprozentig können sie sowas nicht einbauen. Man kann halt seinem Partner-Core immer noch helfen, indem man ihm die richtigen Einheiten hochschickt. Aber normalerweise gewinnt er das auch immer, ohne dass ich irgendwas mache.
So. Da kommen die nächsten Ultium-Einheiten raus. Habe ich wenigstens wieder was zum kaputt machen. Ja. So wie das jetzt aussieht, hat er sie gleich überrannt. Weil nur mit Seemacht allein kann man keinen Krieg gewinnen. Am besten kaputt. Ja, wir haben ja mittlerweile die ganzen Sperrengeschütze hier schon rumstehen. Hier sind meine Sperrengeschütze ganz schön angeschlagen. Nein, das war tatsächlich, was er da zerstört hat. Da hat er nur seine Black Bomb in die Luft gejagt, seine eigene. Eine Bomb Bomb? Ja. Ich hab die. Boy, eigentlich sollte er das gar nicht können. Ich hab die Pläne für dafür gar nicht geholt. Dieter. In diesem Kampagnenrun habe ich keine Black Bomb Missionen gemacht. Ich habe mir nur das Black Boat geholt. Naja, gerade sinnvoll hat er sie ja nicht eingesetzt. Ach doch, der hat damit mehr weggesprengt, als sie wert war. Okay. Das bringt immer noch nichts. Aber der erste ist zerstört. Komm, Igel, schick deinen Bomber da hoch und mach den Kristall kaputt. Das war nicht der Kristall. Ja, das ist der Kristall. So. Mein Gott, Igel ist unten. Ist zwar jetzt ein bisschen verschwendet, wenn ich so rum benutze, aber das funktioniert so auch. Habe ich zwar jetzt so nur zwei Runden in Attack Power, aber. Sollte reichen, um die Mission zu gewinnen. Prozent, das ist nun mal eine Zahl. So, fertig. Das war's? Ja. Du bist durch? Ich bin durch. Jetzt kommen nur noch die Credits. Ich hatte 900 Punkte. Yep. Oh, wie viele Ränge das gibt. Yep. So. Das kann ich jetzt leider nicht skippen, aber das klicke ich jetzt einfach durch. Ich habe das eh alles schon durchgelesen.
Wer das Ganze vorgelesen haben will, der soll sich meinen LP von der normalen Kampagne dazu anschauen. Wie lange dauert die? Die hatte... Wie viele Parts hatte ich da drauf? 26 oder so? Also... Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, wie viel Parts ich auf dem LP hatte. Müsste ich jetzt echt nochmal nachschauen. Aber hey, ein weiteres Spiel durch. Als nächstes müsste ich jetzt dann eigentlich mit der Advance-Kampagne von Advance Wars 2 weitermachen. Ja, was hält dich auf? Die wird nur nicht ganz so einfach wie die von Advance Wars Dual Strike, weil die von Advance Wars Dual Strike ist zugegebenermaßen richtig einfach. Nur mal schnell was trinken. Wenn ich jetzt hier schon 4 Stunden lang aufnehme. Wenigstens ist das Quatsch jetzt gleich vorbei. So. Jetzt kommt nochmal die ganze Übersicht über die ganze Advance-Kampagne, was ich da zusammengespielt habe. Das war eh die schönste Mission. 2 Tage, 300 Punkte S-Rang. User joined your channel. Oh, wir konnten jetzt schon wieder hier rein und besucht mich beim LP aufnehmen. Ja, ich wollte noch fragen. Ach so. Ach so. Ich wäre eh gleich fertig, wir sind gerade in den Credits. Aber du darfst auch gern nochmal Hallo zu allen Zuschauern sagen, wenn du willst. Nicht dann? Egal. Hallihallo. Ja, die Nadine ist auch mal wieder da. Kennt er ja schon aus dem WoW-Let's Play. War ja da in der letzten Aufnahme auch mit dabei. Oder von dem Zeitpunkt aus, wo ihr das hier seht, war das wahrscheinlich schon die vorletzte oder die vorvorletzte, weil ich habe jetzt 4 Stunden am Stück aufgenommen. Das reicht für... ja, ich glaube 8 bis 12 Folgen. Je nachdem, wie lange ich die schneide. Und es war sehr informativ. Also wenn ich mir das so in der Gesamtstatistik jetzt gleich anschaue, ich gehe mal davon aus, das war ein S-Rang overall. Wenn ich da sehe, wie viele S-Ränge ich da schon wieder insgesamt drin habe. Und jetzt sind wir schon wieder bei dem Part, wo wir mit der Aufnahme angefangen haben.
Und hier noch die Stuff Credits, aber die lasse ich jetzt mal aus. Weil das sind die einzigen, die ich skippen kann. Vielleicht auch die längsten. Ach, hat der Igel am Schluss doch noch einen Kanban überholt in der Häufigkeit der Nutzung? Ja. So, da sind wir doch mal fertig. Das Einzige, was es jetzt noch zu tun gibt, den letzten Code zu kaufen. An Bord. Ja, kann man erst kaufen, wenn man die Advance-Kampagne abgeschlossen hat. Und jetzt, weil ich noch schon dabei bin, holen wir uns den Soundroom auch gleich noch. Und warum auch nicht? Ozium für den Map-Editor. Gibt einen Map-Editor? Ja, es gibt einen Map-Editor. Willst du sehen? Ja. Da geht man in den Design-Room, dann geht man auf Map und ja, jetzt kann man hier lauter tolle Sachen machen. Moment mal, ich könnte zum Beispiel mal die ganze Karte mit einer Ebene füllen. Und dann könnte ich hier alles Mögliche machen. Ich kann mir jetzt hier zum Beispiel mal aussuchen, was für ein Terrain ich basteln will, für welche Fraktion ich das Terrain haben will. Ich kann dabei auch Einheiten irgendwie platzieren. Man kann da ziemlich alles machen auf einer Größe von 20x30 Feldern. Kann man sich eigene Maps basteln. Hört sich ja sehr interessant an. Yep. Da gibt es bestimmt ein paar kreative Köpfe, die das schon bestimmt gut ausnutzt haben. Gibt ein paar sehr schöne selbstgebastelte Karten, die man auch sich alle schön nachbauen kann. Ja. Im Design Room gibt es aber nicht nur das. Wir können jetzt im Display, haben wir jetzt ein paar neue Sachen freigeschaltet. Zum Beispiel mal Eagle als Hintergrund oder Kanbei als Hintergrund. Sami als Hintergrund haben wir auch freigeschaltet. Und ja, das waren die drei, die ich aus der normalen Kampagne am häufigsten benutzt habe. Jake ist hier zwangsläufig schon fast mit dabei, weil den muss man am häufigsten benutzen. Und bietet sich in den meisten Sachen auch gut an, aber nachdem wir jetzt mit Eagle am häufigsten gespielt haben, nehmen wir den mal als Background. Und ansonsten könnten wir jetzt auch noch ein bisschen hier rumspielen, weil für Jake können wir hier jetzt auch die ganzen Alternativkostüme benutzen. Wobei ich da am liebsten immer die Originalen lasse. Der Klon-Jake ist auch dabei. Ja, wollte ich gerade sagen. Das Alternativkostüm Klon. Ja. Und weil Jake ja schon über Rang 10 ist, kann ich ihm auch sein Alternativ-Outfit verpassen. Aber ich finde, das sieht total behämmert aus. Was ist das überhaupt? Ich weiß es auch nicht. Aber ansonsten haben wir hier jetzt eigentlich alles gemacht. Das Einzige, was ich hier noch machen könnte, wäre den ganzen War Room durchmachen. Und das würde ehrlich gesagt ein bisschen zu lange dauern. Vor allem, weil ich hier nicht nur das habe, sondern hier auch noch die 3-Spielerkarten und hier noch die 4-Spielerkarten. Und die müsste ich mir sowieso noch alle freikaufen. Darauf habe ich jetzt gerade keine Lust mehr. Wir machen das nächste Mal bei Advance Wars 2 weiter. Es sei denn, ich schiebe noch ein anderes LP dazwischen, das weiß ich noch nicht genau. Ich habe ja zwischen Dual Strike und der Dual Strike Advance Kampagne habe ich ja auch ein kleines dazwischen geschoben. Das war, glaube ich, Pflanzen gegen Zombies. Aber gut, ansonsten würde ich sagen, wir beenden dieses LP an dieser Stelle. War nett, dass du wieder dabei warst, Dinaron. Und ja, ansonsten sage ich mal, haut rein. Wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich in Advance Wars 2 in der Advance-Kampagne wieder. Bis dahin, macht's gut.